Ja, hallo. Und Einrichtung ist ausgefallen. Und willkommen zurück. Okay. Jetzt sind wir runter auf 9 Monate. Ja, nichts zu essen. Haben die überhaupt... wo haben die ihre... Haben sie ihre Futtersachen? Bei Parker gefährliche Alpha-Kämpfe. Okay, da müssen wir erstmal reingucken. Bei Parker Alpha-Kämpfe. Unter wen? So, Gabelbock. Ja, das gibt sich. Wir müssen erstmal erwachsen werden. Okay, Gabelbock. Gabelbock war klar. Gabelbock. Ich würde aber eher schon dich und dich schnell handeln. Genau. Das hätten wir da. Die nächste Einrichtung ist ausgefallen. Dich hatten wir ja schon. Du bist ja schon bei. Das ist gut. Wir wollten ja noch das... Euch geht's gut, ne? Ah, Timberwolf. Gucken wir gleich mal rein. Der Timberwolf. Der hat bestimmt... Futter haben wir. Den Ball haben wir schon. Wir müssen das halt noch weiter erforschen. Ist aber okay. Okay. Oh, das guckt sich weg. Das ist gar nicht so schräg. Modern. Ja, beste Einrichtung überhaupt, ne? Verdammt, da gewinnt 22.000. Bin ich echt schon Fan von. Eigentlich hätte man hier ausbauen müssen. Aber dann ist das nächste Problem, die kommen da nicht durch. Da haben wir jetzt hier eine Information. Haben wir nicht noch irgendwie... Was ist da draufpacken? Information. Ja, ja, einfach hinzufügen. Sehr groß. Du passt auch nicht rein. Okay. Mein Hahn ist verstorben. Ihr fühlt euch wohl, ne? Wie geht's euch eigentlich? Wir wählen mal so einen random Huhn aus. Gehege. Das Gelände ist für dieses Tier wenig geeignet. Oh, Rückzugsorte fehlen. Okay, wir brauchen noch mehr Sand. Hm, auch ein blauer V auch noch Sand. Der braucht nur ein bisschen Sand, der braucht mehr Gras kurz. Den ist Gras kurz egal. Okay. Ihr braucht etwas. Achso, ich schütte, da sind ja die. Sandkrug? Ist das früher auch schon? Weiß es nicht. Wir machen jetzt einfach mal. Wir gehen erstmal, bis die grün sind. Genau, 20% und Gras kurz. Ein bisschen mehr. Wir wählen jetzt einfach mal. Sieht hier aus? Gelände sieht sehr gut aus. Noch 2%. 3%, dann werden wir. Genau. Stabile Rückzugsorte.
Technikforschung abgeschlossen. Yay. Können wir nicht einfach sagen, wir markieren jetzt das hier alles? Nimm dich raus. Dich raus, nimm dich raus, nimm dich raus. Und kopieren das. Schieben das in diese Ecke noch mit rein. Sagen auch, du bist Klettern deaktiviert. Das müsste ja ein an sich mehr. Klettungsort, ja, das ist okay. Aber ist doch in Ordnung. Ja, da müssen wir uns dringend noch was überlegen. Oh, wir haben extrem viele Hühnchen hier, ne? Okay. Ja, ich will ja nur die goldenen haben. So ein Hühnchen rausschmeißen können. So, hauen wir erstmal 19 Stück weg. Huhn. Aha. Wir sagen jetzt einfach mal zack. Du darfst dich fortpflanzen, bist ein Männchen. Und du, du und du. Jetzt werden wir den hier irgendwie nicht mehr her. Genau. Wir haben genug Hähnchen. Zack. Wir haben ja noch was in der Forschung. Alpakas, das ist sehr gut. Wie geht's euch? Zimmerwölfe. Was liegt jetzt eigentlich auch noch auf der To-Do-Liste an? Wir müssen noch aus dem Dampflok bauen, ich weiß. Das müssen wir dann nachher forschen. Aber so haben. Ich glaube, die verwenden dieselben Schienen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Macht das Ding überhaupt Gewinn? Nö. Ist mir auch relativ egal. Es sei denn, dass der Dampflok ein anderes Schienensystem hat. Den kotze ich im Strahl. Das ist echt nicht geil dann. Okay, wir brauchen mehr Tiere. Haben wir noch was in der Pipeline? Springböcke. Rothirsche haben wir. Was war noch an Springböcke? Gabelbock. Hausziege haben wir. Schaf haben wir. Das. Ja, da müssen wir auch gleich noch was bauen. Ja, ist für das drin. Haben wir. Okay. Aber wie passen hier Cutters rein? So, Platz haben wir. Keine Frage, Platz haben wir. Ich würde jetzt einfach schon mal sagen, wir gucken jetzt mal, was ein Rothirsch an Platz bedarf. Wir machen jetzt, sagen wir, 10 Tiere, guten Tausender. Okay, ein Ringbock. Auch ein Tausender, das nimmt sich nicht viel. Kann ich die beiden, da die beiden ja sowieso, glaube ich, nicht. Springbock scheu, Rothirsch auch scheu. Dass wir uns da ein neutral, aber Fleet vergessen. Kann ich die beiden in ein Gehege sperren? Ohne dass sie sich gegenseitig zerfleischen. Ich würde es einfach sagen, wir testen das jetzt einfach mal. Dann können wir hier in Ruhe noch das Gebiet hier ausbauen.
Dahin. Schon ein bisschen großzügiger haben, aber ich möchte das auch gerne weiter ganz normal verwenden. Es würde mir echt gut in Kram passen, wenn man die beiden hier in einen reinschmeißen kann. Gehe ich mir jetzt eher von aus von so 2000 plus Quadratmeter. Nein. Gucken gleich mal. Wir hängen jetzt hier erstmal. Hängen wir hier erstmal ein Dings rein. Oder wollen wir bis zur Schiene ran? Dann machen wir das halt einfach so. Ich glaube, ich gehe ein bisschen schneller. Was haben wir hier für einen? Hier auch was zu gucken. Ich glaube, dann ist das ein bisschen beliebter. Erst einmal die Veterinärforschung. Müssen bis dahin. Die andere Forschung. Etwas beenden hier mit den. Ach oh Mensch, wie heißt es? Mit der 50. Den Fahrgeschäften, bis der Zug kommt. 1,25. Ja, wir lassen 2 Meter. Okay. Wir sollten jetzt. Hier vorne würde es natürlich jetzt anbieten. Einen Zugang. Wir brauchen Barriere. Was auch noch cool wäre, wenn man Zugang hätte. Form eines Maschendrahtzauns. Dann hätte man keine Glastür, sondern vielleicht eine Tür. Sowieso Maschendrahtzaun aufgebaut ist. Wie viel haben wir jetzt hier? 3000. Das ist sehr gut. Kann ich viel Geld verlangen? Bin ich jetzt mal einfach. Timberwolf, Dann weiß ich jetzt gleich, wo das ist. Okay. Technikforschung. Ja. Soll ich ein bisschen Abwechslung reinkriegen? Ringböcke. Ah, okay. Etwas gestresst. Haben wir hier rumgelegt, dass sie sich ein bisschen. Wendet ihr denn noch fleißig? Ja. Okay, wir werden dieses Gehege jetzt erstmal mit in den Arbeitsbereich reinnehmen. Wenn ich einen Alpaka mit rein. Alpaka. Wo ist eigentlich der? Oh, im Chicken Cage nehmen wir das mit rein. Das klingt nach einem Plan. Gehege, das nennen wir gleich noch um. Genau, der ist da mit drinne. Hirsche und Freunde.
Zack. So, wir werden jetzt Springböcke. Wir noch Männchen finden. Springbock. Will aber gerne noch ein Männchen haben. Wir werden jetzt hier einfach reinhauen. Zoo senden. Dann werden wir in Ruhe. Einfach in Ruhe mal das Ding ausnehmen. Alle. Gern hochqualifiziertes Personal. Dann ist das alles ein bisschen schöner. Also, wir brauchen. Was kommt zuerst? Ringbock. Wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Ringbock und Rothirsch. Warum war das so? Jetzt geht das auf einmal schnell. Okay, das haben wir. Gehege. Erstmal. Können wir hier schön in den Wald reinsitzen. Mittel, oder? Ah, oh, Mittel klingt am Plan. Wir werden gleich mal sehen, ob sie sich alle vertragen. Okay, gut dann. Ah, die sollen sich auch ein bisschen Ruhe gönnen. Ich hoffe, die vertragen sich. Klein. Es geht los, es geht los. Das Orchester geht los. Gäste, damit die was zu kicken haben. Es ist einfach nur Attraktion für die Gäste. Sollte es ja jetzt damit echt gut gehen, ne? Warum liegst du, mein Freund? Okay, wie geht's euch? Gelände. Gelände ist nicht so geil bei euch. Ihr braucht mehr Gras kurz. Gucken wir bei euch mal rein. Ihr braucht auch mehr Gras kurz. Ja, das lässt sich doch einrichten. Ja, Bombe. Mehr Gras lang, aber die paar Prozente machen keinen. Hirsch und Kuh. Für einen Rothirsch. Oh, habe ich zwei. Guck mal gleich mal. Oh, der Rothirsch. Ja, ich habe zwei reingesetzt. Du bist jünger. Und ich nehme eine Reserve. Zack. Ja, ah. Bitte was? Wegen was, dass du hinten nicht hinkommst? Mich verarschen? Pfleger kann das Gehege nicht erreichen, eventuell aufgrund der Gestaltung des Arbeitsbereiches. Hm.
Hier ist kein Tier entkommen. Hier ist doch kein Tier entkommen. Wo ist denn hier ein Tier entkommen? Lass mich raten, ich muss jetzt erstmal das nochmal warum ist das Gehege jetzt? Warum ist das jetzt kein Gehege mehr? Wenn ich die Tür jetzt hier rausgenommen habe, oder was? Weg. Hier. Sollte doch eigentlich kein Problem sein. Ja, bringt sie doch mal da rein. Wo ist denn vielleicht noch ein Handelszentrum? Nö, ich hab da nur dich. So, was haben wir jetzt hier alles drin? Da haben wir Springlücke, noch ein Männchen. Ein Männchen haben wir da. Herzlichen Glückwunsch. Gehege, ne? Das, was es ist, ist zu klein. Haben wir hier Wasser? Schwierig. Machen wir das so. Esel. Wir müssen erstmal wieder um Tiere kümmern. Du. Der amerikanische Standardesel. Du noch nicht, aber darf sich hier fortpflanzen. Und jetzt haben wir hier das Hochland. Und okay. Wie sehen unsere Schweinis aus? Unfruchtbar, unfruchtbar, unfruchtbar.
Warte mal, Schweine einkaufen gehen. Wir müssen erstmal Reserveschweine einkaufen. Okay, Schafe? Unfruchtbar. Schafe brauchen wir also auch noch. Senden. Rein. Gut. Ziege. Ich zeige Ziege. Frosch und Fokker. Ziege haben sie auch ganz schön gerafft, ne? Hausziege. Haben wir nicht. Ziege. Haben wir nicht. Mal warten, bis er es aktualisiert hat. Oh, Huhn. Zack, 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 zack. Ja, Geflügel muss man immer sortieren. Jetzt kommst du hier auf keinen grünen Zweig. Hier habe ich dann maximale Übervölkerung. Oh, weia. Okay. Na denn? Tut euren Job. Ist. Warum? Ich komme mit denen nicht klar. Oh Mann. Oh, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao.